Und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, es ist gestern rausgekommen. Gestern Abend habe ich es noch installiert bei mir und hatte ein paar Probleme gehabt, aber das ist jetzt nicht schlimm, das läuft auf jeden Fall. Und wir waren gestern, oder ich war mit meinem Vater gestern Abend noch ungefähr 3 Stunden bei Lars, der natürlich auch wieder dabei ist. Guten Tag, hallo. Ja, wir haben es gestern bei ihm noch raufgeschmissen und er konnte es spielen. Ich habe ein paar Probleme gehabt, konnte es noch nicht spielen. Aber wie man sieht, es läuft jetzt auch bei mir. So, ja, diese LS-Version ist jetzt auf der Version 1.1.00, also 0.0, so, und wir fangen jetzt mal an ohne weitere Drumrum-Gelaber mit dem Multiplayer und Spiel erstellen. Ja, das ist mein erster Spielstand, den ich schon erstellt hatte, aber ich mache jetzt einen zweiten auf Normal, auf der neuen Map. Das ist hier die Westbridge Hill. Hills, das ist die Map, die wir auch gehabt haben in dem Landwirtschaftssimulator 2013. Das ist diese USA-Map gewesen. Die ist jetzt hier standardmäßig mit drauf. Und man hat noch diese neue, diese Bjornholm heißt die. Und auf der wollen wir jetzt mal etwas spielen. So, DSL 2000er, das ist ja gar nichts. Da machen wir 50.000 draus. Das ist besser. Andere Frage, wie heißt denn dein Spielstand? Oder dein Spiel, sagen wir so. Flo-Lars. Also alles klar. Muss man das da oben bei Spielnamen eingeben? Ja. Ah. Das ist jetzt auch ein bisschen anders. Man hat jetzt nicht mehr, wenn man jetzt beitritt, hat man unten nicht mehr Filter und kann man das alles einstellen. Sondern man hat jetzt unten diese ganzen Optionen, was man ankreuzen kann. Und dann kann man oben, hier ungefähr wird das stehen, da kann man eingeben den Namen, wenn das jetzt zum Beispiel heißt Flo Lars, dann, also Flo minus Lars oder Strich Lars, wie auch immer, kann man den eingeben und dann muss man unten auf Aktualisieren klicken. Und dann ist das halt, ist halt dieser Filter sozusagen aktiviert. Bist du denn schon im Spiel drin? Nein, also Passwort ist 0, ne? So, ja. Mods haben wir noch keine. Noch nicht. Start, so, Deutschland. Und dann wollen wir jetzt mal die Karte starten. Ich habe zwar gestern noch ein bisschen auf Modhorster geguckt, aber da war nichts Besonderes dabei. Ich habe auch geguckt bei Giants Direct, ne? Ja. Da gab es ein Güllefass, einen kleinen Anhänger, eine Ballenpresse, ein zweites Güllefass und oder so, aber nichts Weltbewegendes. Achso. War eine kleine Seemaschine. Achso. So, und wir sind auf unserer schönen Map. Wir haben am Anfang diesen schönen Mähdrescher hier. Weiß nicht, willst du dich mit dem vergnügen? Kann ich. Ich tritt gerade nur bei. Ah ja, sehe ich. So, hier sieht man das alles noch ein bisschen. Genau, immer ablehnen. akzeptieren. So. Am Anfang haben wir diesen, wie heißt der? Prestig. Träger. Prestig Turbo 90. Davon haben wir einen. Oder, ne, 2 glaube ich sogar. Dann haben wir 2 oder 3, weil ich weiß nicht ganz genau. Bei einem haben wir, glaube ich, 3 oder, ja, ich glaube 3 gleiche. Die stehen beide, alle 3 auf dem Hof, glaube ich. Ja, genau. Auf der Westbridge Hills, da hat man halt die ganzen Träger alle am Anfang stehen auf dem Hof. So, und Lars tritt bei. Da sieht man jetzt mal, wenn man 50.000 K-Leitung hat, wie schnell das Ganze mit dem Verbinden geht. Okay, habe ich jetzt irgendwie schneller erwartet, aber gestern ging es schneller. Naja. Heute sind die Server zu voll. Ach, da bist du ja. Genau. So, hier hat man noch einen Deutz. Was ist das eigentlich für einer? Ein DX20? Nee. Ich renn mal eben zu dir. Akkustar. 6.61. So. Alter. Wie der hinten hochgeht. Aber, ach nee, das ist normal, weil da vorne das Gewicht dran hatte. Ja. So, Steuerung.
Kann man die wieder wegmachen? Ja, gut. Die Steuerung kann man wieder auf F1 wegmachen. So, und hier haben wir noch einen von dem. Der steht hier beim Händler. Das ist der neue Händler. Und der, was sich verändert hat, ist der Händler bei, wenn man auf P drückt. Das ist alles komplett neu. Ich finde das richtig geil gemacht. Hat man dann hier die Traktoren. Frontlader hat man jetzt hier, kann man sich das jetzt auswählen. Ganz klassisch haben wir hier Stoll. Sollten eigentlich diejenigen, die schon sich ein bisschen besser mit Landwirtschaft auskennen, sollten Stoll eigentlich kennen. Eigentlich ja. Ich habe da selber auch schon mitgearbeitet. Und man hat hier halt noch eine New Holland Frontlader-Aufsatz. Dann haben wir hier halt LKWs, da ist ein MAN drin. Dann haben wir halt Erntemaschinen. Da sind so ein paar nette Dinger drin. Das ist jetzt im Moment der für 105.000. Wo kann ich das eigentlich sehen, wenn ich den verkaufe? Wie viel der bringt? Das sieht man jetzt wenn grad. Du unten auf Garage gehst. Ah ja. Okay. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja. So. Wie man sieht, davon haben wir zwei. Und dann hat man jetzt hier halt Schneidwerke, Kartoffelernter sind. Achso, ja, ganz klassisch. Immer die einfachen Sachen. Und bei den Futterdingensen wurde der hier, ist jetzt eine neuere Version. Damals bei 13 hatte man ja den alten klapprige Teil und hier hat man jetzt halt den neuen. Von diesem Einstreuer da. Ja. So. Ja, ist halt ganz geil, man hat hier platzierbare Objekte, kann ich gleich mal zeigen. Ein Auto kann man sich jetzt auch kaufen. Radlader, halt, da ist nur einer mit drin, ein paar Zangen, hier Holzzange. Da hat man auch hier Forstmod drin, da sind hier so ein paar Sachen, ich habe keine Ahnung wofür das. Das hier ist zum Ballen transportieren, das hier ist zum, können Sie Bäume pflanzen, also können Bäume gepflanzt werden, okay. Hier kann man Bäume pflanzen. Die Maschine schneidet Baumstümpfe. Ah, okay, damit kannst du diese Baumstümpfe aus der Erde entfernen. Das ist zum Bäume transportieren, der hier, diese Maschine zerkleinert Baumstämme, alles klar. Der hier ist halt das große Teil zum Baumstämme transportieren und der hier ist halt der große zum Bäume sägen. Man kann das Ganze auch mit der Kettensäge machen. Ja, Diverses ist halt so ein schöner Flygel-Tieflader, womit man zum Beispiel mal ein paar Sachen transportieren kann. Tiere sind keine neuen gekommen. Die Preise haben sich noch ein bisschen verändert. Ein bisschen, ja. Statt 20 Euro für einen Hose sind ja 70 Euro fällig. Genau. Naja, aber ist nicht schlimm. So. Ah ja, genau. Hier hat man alles nach Marken einmal sortiert. Was ich ein bisschen schade finde, dass der Weidemann raus ist. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. So, Placebo. Ich wollte gerade sagen. Haben wir einen Kärcher. Dieses Mal. Hochdruckreiniger, weil die Fahrzeuge können nämlich auch dreckig werden. Sie hinterlassen Spuren auf den Feldern. Und auf den Straßen, wenn du vom Feld runterfährst, dann kann man immer genau sehen, wo der Typ gerade längs gefahren ist. Aber was mich wundert, ist alles von Lizard hier. Lizard Solarpanel, Lizard Windmühle oder Windkraftanlage. Ich wusste gar nicht, dass die das eigentlich machen. Naja. Man kann Bäume pflanzen, halt ganz klassisch für den Forstmod. Und ja. Was jetzt ja eigentlich kein Forstmod mehr ist. Nee, was jetzt ja Forstwirtschaft ist. Eigentlich ja. So, die restlichen Sachen werden wir uns aber noch durchgucken. Wenn wir uns jetzt einen Anhänger holen, werde ich mal die ganzen Kipper durchgucken. So, genug gelabert von dem Ganzen. Du bist schon am Dreschen, das finde ich sehr innovativ. Ja, ich bin schon bei der dritten Reihe durch. Und bin nicht mal halb voll, ich bin gerade mal bei 27%. Da passt wenigstens mehr rein als bei Ende eines diesen Fahrer. Ja. Hast du eigentlich die Ablage an oder wechselt er das von dir? Was? Das Stroh. Nee, das habe ich jetzt ausgemacht. Achso, gut. Weil wir ja noch kein Ballending haben. Nee. Was ich jetzt auch gut finde, das war ja bei LS13 ja nicht so. Wenn du Sachen in den Hänger eingeladen hast, sind sie ja gleich hochgegangen, sag ich mal. Ja. Jetzt musst du das ja richtig verteilen. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Ja. So. Ich bin ja noch nicht mal halb voll. Da
dann das lohnt sich. Das hat sich auch verändert. Ja. Riesig. Ich grubber hier einfach mal ein bisschen, ne? Mach mal. Man hat jetzt hier auch keine Thermostufen mehr, also du musst einfach Gas geben und fertig. Ja. Wenn du das Fahrwerk, würde ich mal sagen. Wenn du das Schneidewerk runter machst, dann schaltet er sofort den an, also diesen Tempomat ein. Gott. Tempomat ein, so jetzt habe ich's. Ja genau, diese Begrenzung, dass man hier, wenn ich jetzt vorwärts fahre, dann kann ich schneller und kann ich ungefähr 40 fahren. Aha, okay. Rückwärts ist ja immer noch nicht so schnell. So. Und wir machen das in diesem Let's Play auch so, dass wir dynamisch fahren, ne? Also, man hat Blinker jetzt hier drin, von Anfang an. Ah ja. Der Grubber ist sogar mit angeschlossen, ne? Was? Der Grubber, der ist beim... Wenn man blinkt, dann blinkt der Grubber auch mit. Ach so. Stimmt, man kann jetzt chillen immer nach den Verkehrsregeln fahren. Ja. So, ich guck mal nach Grubber, ne? Was wir hier Schönes haben. Grubber. Das laggt bei mir gerade ein bisschen. Was hat der denn? 8 Meter, 10 Meter. Hier sind jetzt auch andere Grubber drin, ne? Und nicht mehr so eine großen. Oder? Ach doch, 10 Meter. 69.000. Ja, ein bisschen sparen. Ja. Was ist das für eine? Das ist ein 6 Meter Flug. Hier ist wieder mit O. Ja. Wir mal gucken, ob die... Das alles gleich geblieben ist hier. Ja, die Tasten sind genauso wie beim anderen auch. Hm. Mal gucken, macht er jetzt eigentlich auch Spuren im Getreide, ja, ne? Nee. Also das Getreide verschwindet nicht, falls du das meinst. Aha. Okay. Ich wollte das mal eben ausprobieren. Ach, das Entladen meinst du jetzt? Nee, das mit dem Durchfahren, Mann. Und das Entladen können wir auch mal eben ausprobieren, ja. Das ist immer noch oben. Das kann man jetzt wunderbar zeigen, dass es nicht auf einer Stelle... Ach doch, hä? Im Singleplayer ist es nicht so. Das ist doch so, das ist doch... Muss man jetzt verteilen hier. Doch. Na, bei mir wird es nur als gerade Fläche angezeigt. Ach so. Ah, ja. Aber ich muss das verteilen hier. Wenn du das zeigen kannst, ist ja gut. Kann ich, ja. Verwenden. Ich bin ja sehr edle, also von daher. Genau. So, was haben wir denn noch alles hier? Wir könnten mal einen Trigger verkaufen, um ein bisschen Geld zu kriegen. Wie viel Geld haben wir halt nicht? 5.928. Das ist nicht viel. Nee. Den Flug. Ich will gleich mal das Flügen ausprobieren, wie das aussieht. Das weiß ich nicht, aber. Wo ist ich halte überhaupt eigentlich immer noch nichts von Flügen. Ach genau, man hat hier das neue PDA. Da sieht man das hier, Betriebskosten. Gesamt. So, wo haben wir denn? Da. Ah nee. Du kannst ja mal das PDA zeigen, wenn du das komplett, also so aufmachst. Hab ich gerade. Hast du gerade, also. Man sieht das hier gerade. Hackschnitzel? Was ist Hackschnitzel? Wo hast du das gefunden? Bei Lagerbestand Preise. Da steht das Hackschnitzel. Wie geht man das nochmal? Auf I musst du gehen. Ach ja. Wo bist du hingegangen? Kölner Meißling gerade. Ja. Traktorenkrams, Wachstum. Nee, das ist da, wo du es gesehen hast. Kölner Meißling gerade. Da steht unten das vorletzte Hackschnitzel. Ach, ist das vielleicht,
Köln meist gehäckselt? Also meist gehäckselt meine ich jetzt? Kann sein. Das ist sonst ja immer Häckselgut. Ja, vielleicht heißt es hier Hackschnitzel. Frag mich nicht wieso. Das würde ich mal machen. Und das fällt jetzt schon gleich weg. Und wir haben nicht mal drei Folgen für gebraucht. Endes 13. Was? Ja, da haben wir fast drei Folgen für gebraucht, um das wegzukriegen. Ach ja, für das Feld, ne? Das ist ein bisschen kleiner, finde ich auch besser so. Nur ich habe gestern nochmal geguckt, ich habe ja gestern gesagt gehabt, dass manche Felder schon also bewachsen sind, ne? Ja. Das stimmt nicht ganz. Also manche Felder sind zwar bewachsen, sind aber abgeerntet, die musst du noch selber grubbern, bevor du da was ansehen kannst. Ja. Also ob das bei allen ist, weiß ich jetzt nicht. Also bei ein paar habe ich das gesehen. Also das Gute ist auch, man hat jetzt hier diese Karte, die kann man jetzt auf 9 öffnen. Da kann man die groß machen. Riesengroß. Ach Gott, wie komme ich überhaupt hin? Hier links. So zieht mich halber Bildschirm, kann man sagen. Ja. Und die 1000 Spuren, die jetzt auf dem Feld sind. Ich finde es auch gut, dass sie nach einer Zeit wieder verschwinden. Also je mehr Spuren du machst, desto gehen die Spuren, die du als letztes gemacht hast, wieder weg. Ja, ich bin schon weg, Und die Hupe ist auch geil. Ja, die hört sich an wie beim Mini. Ich weiß nicht, wieso sie das gemacht haben. Oh, Riesenreck. Ah, ist nicht hin. Doch ein Riesenreck. Sieht das besonders aus? Ja, die Erde spritzt ein bisschen und dann... Sie sehen die Spuren so aus wie bei 13, glaube ich. Achso. Aber das Grubbeln, das sieht echt geil aus. Ja. Gucken. Ah, das sieht ungefähr genauso aus wie 13. Wie bei 13. Und die Beschleunigung ist wesentlich besser. Ja. Schon fast ein bisschen zu schnell, kann man sagen. Na, ich find's in Ordnung. 10 km/h drauf, nicht mal in einer Sekunde. Das ist irgendwie für einen Träger ein bisschen sehr viel. Naja, aber besser als wenn du da 3 Jahre drauf drückst und der fährt dann erst los. Das stimmt. So, meine vorletzte Reihe wird das hier. Ah. Ich leider nicht alles gut. Ich kann ja gleich mal die Seemaschine mit dem Trecker holen, ne? Ja, ich hab den Trecker hier gerade von der Seemaschine. So. Ey, das Dreschen, das sieht ja auch geil aus. Das sieht es nicht mehr so aus, als dass es einfach vorne weggeht, sondern das wird auch so reingezogen. Echt? Also ins Schneidewerk rein, also in die Drescher mit reingezogen. Lass mich mal eben die letzte Reihe dreschen, kann ich das mal eben sehen. Ja, das habe ich auch gefragt. Ich stell mir eben richtig hin. So. Das musst du dir mal angucken. Also das sieht richtig geil aus. Oh ja. Stimmt, es läuft an der Feuerschnecke drauf vorbei. Ja. Man sieht es. War ganz groß, ich hole mir eben den Hänger. Macht das. Bei mir läuft es einfach nur gerade rein. Oh. Bei mir nicht. Bei mir verteilt sich das. Ich bin leer. Ich bring's mal zum Silo. Apropos Silo, wo ist das Silo? Wo ist der hoch? Aber da fang ich's noch zu. Genau. Du kannst ja mal den Anhänger auffüllen und es wegbringen. Gute Idee. Wohin denn? Gute Idee. Gute Frage. Gute Idee, genau. Nur andere Frage, wo sind die Silos? Was hast du eigentlich drin? Gerste oder Weizen? Müsste Weizen sein.
Wo sind denn die Silos?685. Du musst zur Windmühle. Okay. Aber wo stehen die Silos? Darf ich mal gucken? Das hier ist das Silo zum Abgeben hier. Um deinen Kram abzugeben. Na, wo kriegst du den Kram denn wieder raus? Warte, ich komm mal eben kurz, guck mal. Ey, du fährst euch auch noch zu. Fahren wir mal geradeaus. Hier stehen Kartoffeln und so was. Genau. Was das ganz rechts ist, was ganz links ist, weiß ich auch nicht. Was ist das? Hier kannst du es, glaube ich, abgeben. Da kannst du abgeben, aber wo kriegst du dann wieder raus? Fahr mal hier runter. Moment, ich komme. Da unter. Vielleicht geht das da ja. Geht nicht? Also irgendwie kommen wir nichts raus. Ach doch, ich muss Befüllung starten auf R. Ah! Esse! Bin ich voll. So, wo. Willst du wegfahren oder soll ich? Nö, ich kann gut machen. Mühle hast du gesagt, ne? Windmühle. Wann nochmal die Windmühle? Die ist links, von der linken Seite. Ach da, bei Feld 21 müssen wir sitzen, naja. Okay, bis gleich. Jo, mal, mach das. Ich mach mal mit Blinker setzen und sowas. Jo. Boah, ich freue mich schon, wenn wir den Vorsport machen können. Ja. Das würde aber noch dauern. Bisschen, ja. Na gut, ich meine. Man kann ja die Bäume mit der Kettensäge fällen, ne? Und auch Kleinsägen. Und kannst du sie aufladen mit dem Anhänger. Ja. Aber mit den Großmaschinen ist es ja wesentlich einfacher. Ja. Warte, wie viel kostet der eigentlich? Der Jäger. Ne, der Ballenanhänger. 54.000. Würde der kosten. Ich bin schon so weggefahren. Egal. Ich kann ja nachher auch mal den Hochdruckreiniger ausprobieren. In der nächsten Folge aber erst. Ja. Boah, ich drücke immer noch Tempostufe 2 und warte darauf, dass nicht der gerade losfährt. Ja, das hab ich schon auch gehabt. Ich so, hey, ist meine Taste ist kaputt oder was ist das jetzt? Aber nun wird doch alles heilen. Ey, da hinten steht ein Zirkus. Ein Zirkus? Mhm. Zirkus Halligalli. Genau. Ich muss jetzt rein theoretisch nach links. Ja, es ist bestimmt lustig, wenn man mit 16 Personen hier auf dem Server ist und du fährst normal Straßenregeln. Ja. Das wird sowieso noch geil, wenn Sandro einfach noch wieder dazukommt. Das könnte aber noch ein Weilchen dauern. Ja, weil Sandro hat im Moment noch keinen LS, der braucht dafür noch ein bisschen. Ja. Ich bin gerade 590 gefahren. Wie ich gestern, 324, ne? Ja, genau. Ich hatte auch nicht. So, wir haben jetzt 25 Minuten drauf auf der Uhr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich werde jetzt noch etwas weiter grubbern oder etwas weiter fliegen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Jo. Tschö.